Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu VDM Swansong. Okay, wir müssen immer noch Halsey finden. Und ich glaube, hier waren wir noch nicht drin, ne? Genau. So. Hallo? Hey, you can't go in there. This room is off limits to everyone but officers. Was macht er denn hier? Was ist in diesem Raum passiert? What happened here? They supervised Operation Burrow from here. It ended in crisis management. But I told you, you don't have clearance to know any more than that. Then why are you allowed to be here? I'm in charge of filing everything about the girl before we ship her out. Huh. Out of curiosity, do you know where they put her? No, I just put things away. I don't read the reports. It's above my pay grade. Come on, get a move on. Ja, ich gehe schon, ich gehe schon. Okay, fine. So, das heißt, wir müssen uns, glaube ich, nochmal wieder ein bisschen unsichtbar machen, ne? Kann ich das hier? Ja, kann ich. Alright. So. Was finden wir denn hier Schönes? Computer? Computer sagt nein. Oh, hier ist was. Was kann ich nicht nehmen? Verdammt. Das ist eine Schlüsselkarte. Ich brauche die. Kannst du nicht einfach mal irgendwie einen Kaffee trinken gehen oder irgendwas? I gotta make sure I don't mix things up. Nee, geh erstmal einen Kaffee trinken. Ich will hier. Shit. I'm going to make them pay. Oh ja. Als sie erschossen haben. You exist. But where are you? What have they done to you? Halsey's room. Sweetie, how could Richard have left you in there? Ja, das frage ich mich allerdings auch. That's not going to make things easy for me. Sicherheitsalarm. Hochstufung auf Protokoll Red One. Gültig ab 6.9.0.42. Gültig bis nicht spezifiziert. Auf ausdrücklichen und einstimmigen Beschluss des Kommandos wird die Sicherheitsstufe im gesamten Stützpunkt sowie in allen Zugangspunkten bis auf weiteres auf Red One erhöht. Das gesamte Personal muss sich einer weiteren Identitätsprüfung auch innerhalb des Betriebsgeländes. Zur Änderung, jeder Verdacht auf eine Infiltration unserer Anlage führt zur sofortigen Neutralisierung des Eindringlings. Damit sind wir wahrscheinlich gemeint, ne? Unter anderem. Mom, wo ist Mom? Ja, ganz genau, hier bin ich, aber... Wo ist Halsey? Das ist die Frage. Öffnen kann ich natürlich auch nicht, solange ich noch unsichtbar bin. Warte mal. So, hier ist auf jeden Fall noch was. Krisenbericht A03-2019. Agent Olsen und Private Santiago berichteten von einem Vorfall... Oh, ich hasse das, wenn die immer dazwischen quatschen. Berichteten von einem Vorfall, der sich um 0.08 Uhr im Verhörraum ereignet hat. Das Kind, das während der Operation Burrow gefangen genommen wurde, wurde nach dem Standardprotokoll gefesselt, durch den Brustkorb aufgespießt, das Personal mit einem Antikoagulans ausgestattet. Was ist das denn? Keine Ahnung. Ist das eine von diesen Brillen oder? Ich habe keine Ahnung. Agent Olsen hatte seine Untersuchung noch nicht abgeschlossen, als Private Halpert starke Schmerzen in seinem Kopf erlitt und sich mit seiner Dienstwaffe erschoss. Es gibt allen Grund zu der Annahme, dass das ausgeblutete Kind die Ursache für seinen Selbstmord war. Nach dem Bericht von Agent Olsen hielt die Einsatzleitung eine Krisensitzung ab. Oh, Halsey ist gut. Halsey ist gut. Reports about the op on one side. So, okay. Wie kriegen wir ihn hier aus dem Raum? Haben wir irgendeine Möglichkeit? So, ich mach mich mal wieder sichtbar. Doesn't sound like disciplinary action. Nobody's allowed in, sorry. Okay, muss da aber rein. Ich muss da irgendwie rein. Ich schätze mal, ich muss ihn anzapfen, ne? No, I can't be seen in this form here. Wieso bin ich jetzt automatisch unsichtbar geworden? Okay. Nobody's allowed in, sorry. Ja, ich weiß doch, Mann. Könnten wir nach unten gehen? I need to find where they took Halsey first. Okay. What level could they have gone to? Und hier kamen wir noch nicht rein, ne?
Ich könnte natürlich das Schloss knacken. Ich werde erstmal was trinken gehen. So, auch wenn wir eigentlich noch nicht... Nobody's allowed in. Sorry. Ja, ich will doch nur einmal ganz kurz... Yes. Weil wenn wir ihn nämlich trinken, gehe ich mal, oder hoffe ich zumindest, dass wir dann in diesen Raum kommen. So. Schau mal. Warte mal, wo war denn das jetzt? Ah, hier war das genau, alles klar. Oh ja, ich komme hier rein. Moin. There's no point in asking me. I won't tell you a thing. You're not in my unit. Okay. Und was ist, wenn ich... Warte mal. Komm, das mache ich mal. Ich werde mich nochmal verkleiden. In der Hoffnung, dass er uns gleich was erzählt. Okay, so. Ja, yeah, der Typ soll dich hier einen Kaffee holen. Ansonsten ist hier gar nichts, ne? Nee, okay, ich werde mal mich umziehen gehen. Und dann hoffe ich, dass er mit uns redet. Wo war denn jetzt der Safe-Raum? Da hinten, ne? Ja, genau. So. Sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, ob der Plan funktioniert, aber... Ich glaube, wir haben gar keine andere Möglichkeit, ne? So. What's going on? Why are you locked up in here? I'm not authorized. I can't talk about it right now. I have orders. There's no point in insisting. I can't. Okay, fine. I get it. Na, das hat ja wieder gut geklappt. Kommen wir vielleicht mit dieser Uniform jetzt... Lässt der Typ uns jetzt da rein? Ich glaube zwar nicht, aber... I'm sure to be detected. I need to change my appearance. Ja, aber wie? Wir sind als FBI, kommen wir hier nicht rein. Als Soldat kommen wir hier nicht rein. Andere Möglichkeit haben wir gar nicht, ne? That's not standard procedure. So, ich mache mich mal wieder sichtbar. Ich glaube, ich habe keine andere Möglichkeit, als dass wir uns jetzt hier in diesen Raum hacken, ne? Ja, wir müssen die 6 Punkte ausgeben, so sieht's mal aus. Hä? Ist das Richard? Shit! Richard! Wait! Calm down! Ja, von wegen, beruhig dich. You shouldn't be here. Leave now. My daughter exists. You lied to me. And even worse, you let them bring her here. My daughter. Listen. Now is neither the time nor the place. Stop it. Enough. I don't give a shit about where we are, how dangerous it is, or anything else. You stole Halsey from me! You made me forget everything! Why did you do it? I did it to protect both of you, of course! You caused too much of a stir within the court because of your gifts. They're both your strength and your greatest weakness. No! That's not gonna work anymore, Richard! Ugh! Your excuses that only you alone understand. Oh, what
danger could have been so great that you felt like you had to separate us, lie to us, and manipulate us like you did. It's because of the prince! Okay, das wird nicht reichen. She called for Halsey's head about 3 years ago. She said she was a dangerous liability, and she probably wanted to put me in my place. She ordered me to do it. But I couldn't. I had to make everyone believe I'd destroy her. For both your sakes. Believe it or not, I've always been helping you. Just a few minutes ago, you were there, prisoner. And I rescued you, as always. It's become a tradition. What about Halsey? What did you tell her? That you had been destroyed. I had no other choice. I had to find a way to keep her safe and stop her from looking for you. When you talk about safety, do you mean hers or yours? All of yours? Well, both, actually. But do you realize the harm you caused her? Leisha, these feelings you both have, that twisted vestige of your humanity, it's your illness. It's what I've been trying to treat for all these years. I never asked you to do that. I trusted you, and you tricked us. You let those mortals bring her here, and that... It's the Second Inquisition, Leisha. I'm here on the Prince's orders. My assignment concerns everyone. We have to fight them. Halsey can't be our priority. The fate of the Boston Camarilla, and your fate as well, is at stake here. And you're the one who's supposed to save us? I can sense your anger, but don't make a mistake we'll all regret. Hazel believes I'm our last hope to defeat the SI and protect the Masquerade. Your thirst for vengeance would lead to your doom. And Halsey's. Is that all? I sense that you're afraid of me. You're right to be afraid. Yes. But I'm even more afraid of the SI. And you should be too. If you're the reason our plan should fail, you'll both pay the price. Just think. Oh Gott, ich hasse diese Entscheidung. Ich glaube ihm irgendwie, dass er uns helfen wollte. Natürlich nicht nur uns, sondern auch ihm selbst. Ich will ihn nicht vernichten. Auch hier könnte es sein, dass wir später nochmal ihn brauchen werden. Ich lasse ihn gehen. Oder? Ich weiß es nicht. In dem Minimu und raus bist du. Okay, ihn gehen lassen. Find my daughter, and we're going to leave. After everything I've done for you. I never want to see you again. Do you understand? Where will you go? I said never, Richard. Because I won't hesitate next time. How could I have been so blind? War das die richtige Entscheidung? Es ist, ich weiß es nicht. Es wird sich wahrscheinlich noch herausstellen. Okay, so wer bist du denn? Aha. He knows where Halsey is. Ja, der wird uns aber wahrscheinlich nichts mehr sagen. Okay, ein Schlüssel. Ich gehe mal davon aus, dass wir damit in den Fahrstuhl kommen. So. Submissive and blind. Just like a mortal. Infamous bitch to whom I'm bound. Like the convict to his chain. Alright, so. Ist hier noch irgendwas versteckt? Warte. So, hier ist noch eine Schublade. Schlüssel verwenden.
Und... Agent Emmett Olsen. It is 07 a.m. on September 6, 2019. I now proceed to interrogation. Wait, Agent Olsen. What now? Halbert, he doesn't look too good. September 6, 2019, 0:48 a.m. The subject has surpassed my expectations. Although childlike in appearance and neutralized, she demonstrates incredible telepathic abilities. Monsignor ordered that she be weakened before her transfer to the Vatican. We will leave her in a high-security container in Lab L-04 in Basement 4, in the hope that my hypothesis is correct. And she will gradually lose her ability to cause harm. Lab L-04, Basement 4. Finally! Hang on, sweetheart. I'm coming. Ich komme! Gleich. Erst mache ich hier noch ein bisschen was. So, und ich glaube auch, natürlich, oder ich gehe mal davon aus, dass der Prinz Halsey vernichten wollte, weil sie Angst hatte. Weil Halsey zu mächtig ist. Und ihr vielleicht Konkurrenz werden würde. So, hier haben wir noch einen schönen Trank. Alright. Oh, guck mal hier. I'll make them pay for what they've done to us all. Gut. Ich glaube ansonsten... Wahrscheinlich hier noch, ne? Nicht? Finde die Quelle. Telepathie. Wer ist das? Robert Houdini? Okay. So, ansonsten, ja. Ich glaube, wir haben hier alles. Das heißt, wir gehen einmal zum Fahrstuhl. Der war da hinten. Nee, Quatsch, das war gar nicht der Fahrstuhl. Oder? Ne, was war hier? Hier war gar nichts. Gut. Genau, da war der Fahrstuhl. So, viertes Untergeschoss L04. Gehen, bleiben, gehen. Hang in there, Steve. I'm on my way. Okay, so mal sehen. Okay, wir haben auf jeden Fall keinen Fehlschlag. Du hättest Troy Collins' Identität annehmen können. Wer war denn Troy Collins? Ich habe keine Ahnung. Den traumatisierten Soldaten zum Reden bringen? Wie denn? Du hättest eine Verlegungszeit finden können, wahrscheinlich am Computer, ne? Ja, egal. Okay, 40 Erfahrungspunkte. Damit kommen wir echt nicht weit, ne? Damit kommen wir echt nicht weit. Na gut. So, wir schauen mal. Jetzt geht's weiter mit MM. Aber da haben wir zumindest mal ein paar mehr Punkte. 125. So, was wäre denn hier? Hier war... Ja... Auspex könnte... Das kostet aber viel, ne? Und... Ist die Frage, brauchen wir das mit der höheren Geschwindigkeit? Deckt Ankerpunkte in der Umgebung auf, die man mit Hilfe von Blinzeln erreichen kann, ja. Die Frage ist, brauchen wir sowas? Geschwindigkeitsinteraktionen wie Taschendieb sind in diesem Zustand verfügbar. Okay, was ist Taschendieb? Was ist nochmal Taschendieb? Ich habe keine Ahnung. Okay, das kostet 45, das mache ich einmal. Okay, wir haben noch 80. Das kostet gar nichts. Okay. Das kostet nur 10. Wir haben noch 70. Ich würde gerne nochmal Weisheit machen.
Und jetzt haben wir noch 10, mit denen wir wahrscheinlich gar nichts mehr anfangen können, ne? Doch, hier. Okay. SAD-Basis, 1.30 Uhr. Kleidung hätte ich auch gern. Sie ist null nass. Komplett trocken. Okay. So. Was haben wir für ein Ziel? Infiltriere die Basis, greife auf ein Terminal zu, um Kaios Programm hochzuladen. Alles klar. Wir werden es versuchen. Und ich glaube, ich bin mir jetzt ziemlich sicher. Ich hatte ja gedacht, als Leisha gefangen genommen wurde, dass wir da uns dumm verhalten haben. Aber ich glaube... So oder so, es wäre passiert. So, was ist das denn? Ein Dietrich. Alright, so, sonst ist hier gar nichts auf der Seite. Hüpferla! Come on, Amim. You get in there, find a computer to upload that virus to, and get out. Ja, das ist der Plan. Ja, Shaka, du schaffst es. Vielleicht. Looks like a badge reader. It doesn't seem to work. Okay. So, noch einmal ganz kurz gucken, nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Nee. Oh, warte doch. Untersuchen? Looks like a badge. Okay. It doesn't seem to work. Ja, alles klar. So. Oh. It's enormous. Come on, Lewis. Get a hold of yourself. Oh ja, das sieht sehr gut, sehr, sehr groß aus. Das kann ich mir nicht anhören, ne? Okay. Auf jeden Fall jede Menge Soldaten. Da müssen wir definitiv vorsichtig sein. Schloss knacken. Kostet 6. Die Frage ist jetzt. Warte mal. Wir könnten jetzt hier diesen Weg gehen und würden wahrscheinlich da reinkommen. Mit 3 Blutpunkten. Oder hier mit 6 Erfahrungspunkten. Warte mal. Ich habe noch das und. Ah, guck mal, wir könnten insgesamt noch 10 Willenkraftspunkte wiederherstellen. Ja, ich mach mal das hier. Alright, so. Schöne Werkbank. I see some marker, but you can barely make it out. Wartung durchgeführt. Schleusentor, Fertigstellung bis 22.04. Ursache, durchgebrannte Schaltkreise aufgrund von Wasserschäden. Flut. Ausfahrt bis zur Wartung geschlossen. So, dann machen wir doch nochmal hier Auspecs. There's something else. On the ceiling. That's weird. An der Decke? Wie, an der Decke? Meinst du den Ventilator, oder? Ne? Oder meinst du... Warte mal. I see some marker, but you can barely make it out. Ich weiß nicht, welche Decke sie meint. Na gut. So. Nee, ist hier aber nicht, ne? Okay, so, dann gehen wir mal weiter. Ja, das wäre mehr, wenn wir jetzt von da gekommen wären mit den 3 Blutpunkten. Okay. Warte mal.
Aha. So, einmal überqueren. Vorsichtig. Vorsichtig. Wir dürfen uns nicht entdecken. So. Okay. Achso, hier können wir nach unten, alles klar. Noch so ein Trank, ne? Ja, ja, noch so ein Trank. Okay. Ins Wasser wollen wir nicht. Und ansonsten komme ich auch gar nicht hoch, ne? Oder weiter? Nee. Okay, hier ist nichts weiter als der Trank. Okay. So. Okay, wir können einmal wieder zurück, glaube ich. Nicht nach unten gucken. Nicht nach unten gucken. Okay. Gut. So, dann müssen wir hier einmal weiter. Lewis, it's Saul. We're here, but I don't see Iverson. Where the hell is she? I thought she was supposed to get here first. She should be there soon. She'd better. I'm sorry, Saul. Ja, sie wird nicht kommen. Am Arsch wird sie kommen. So, wie sieht's denn hier aus? An electronic lock. With a code. Rafa could help me unlock it. An electronic lock. Ah, sorry. Ja, ja, ja. With a code. So, Code eingeben kann ich nicht. Ich hab keinen. Rafa, are you there? What do you want? There's some kind of lock that's stopping me. A big box with buttons. Looks electronic. Any ideas? There should be a ring on it. See it? Push a little piece of metal under it. It's an old system. These things are easy to short circuit. Anything else? That should do it. Thanks. Over. Piece of metal. Okay. Stück Metall habe ich aber nicht. Ein Stück Metall, warte mal. Ne, Code habe ich nicht. Okay, wahrscheinlich können wir es im Moment noch nicht. Alright, so, wir können noch mal nach unten gehen, oder? Nicht? Okay, nach unten kann ich nicht. Shit, ich muss was essen. Ich muss was essen, aber wie? Ich habe hier noch nichts gesehen. Weder ein Safe-Raum, noch nicht mal eine Ratte. Noch nicht mal eine Ratte. Verdammt. Bekomme ich hier irgendwo ein Stück Metall? Auf der Werkbank. Hier müsste doch bestimmt irgendwo ein Metallstück sein, oder? Ja. That should do the trick. Alles klar, alles klar. Büroklammer. Gut. Damit sollten wir das Schloss knacken können. So, hacken. Stück Metall. Yeah, that was easy. Das ist so leicht. Ja, natürlich. Okay. So, hier gibt es auf jeden Fall noch einiges zu sehen. Aber wir müssen auf jeden Fall erstmal was trinken gehen. Ich hoffe, wir finden hier gleich was. Ich hoffe, dies ist ein Safe-Raum. Und... aber wo wir was zu trinken finden? Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.